Ich melde mich aus der Ecke meiner Wohnung. Und zwar, Spartipp. Eis. Vergesst das teure Eis aus dem Laden. Macht euer Eis selber. Ihr braucht echt nur ein bis zwei Früchte. Mehr nicht, egal welche Früchte. Schöne Papaya. Halbe Papaya habe ich genommen, halbe Limette. Ab ins Eisfach, Froster und am nächsten Tag pürieren. Und jetzt kommt's. Mega cremig. Frisch. Perfekt lecker. Geil. Und ich schwöre euch das. Und die Limette da drin, die macht das Ganze so richtig sommertauglich. Da bleiben keine Wünsche mehr offen. Das ist einfach zu geil. Essen wir jeden Tag. Kannst du mit Mango machen. Papaya, Banane, Waldbeeren, Erdbeeren, Himbeeren. Egal was. Wenn ihr Früchte habt oder sucht oder geschenkt bekommt oder wie auch immer. Eis. Richtig geil. Ich wollte ein kurzes Video machen. Das kann man nicht beschreiben. Da kommt kein anderes Eis mit. Da sind so viele Zusätze oft drin. Und ganz viel Zucker. Zucker, Sahne, tierische Fette. Das will doch keiner haben. Also ich nicht. Oh, ich muss essen. Oh, das geht nicht mehr anders. Geil. Tschüss. Probiert's aus. Das ist so lecker. Und dann könnt ihr mir mal sagen, wie es euch geschmeckt hat. Ohne irgendwas. Nur die Früchte. Dann kann man natürlich noch ein Topping oben drauf setzen mit selbstgemachter Schokosauce. Kommt auch noch mal. Ciao.